Hi Leute, grüßt euch und herzlich willkommen in meiner neuen, viel größeren Werkstatt. Ich habe schon ein paar Tage jetzt keine Videos mehr hochgeladen, weil genau dieser Umzug war. Ich bin von einem in einen anderen Raum gezogen. Die alte Werkstatt war viel zu klein. Und jetzt habe ich einen größeren Raum. Der ist noch lange nicht fertig, also dürft euch hier nicht so genau umgucken. Das ist alles noch im Umbruch. Aber eine Sache, die ich in der neuen Werkstatt haben wollte, um dies soll es heute gehen in diesem Video. Und wenn ihr das sehen wollt, die Absauganlage, dann bleibt doch einfach dran. Hi, grüßt euch. Schön, dass ihr dran geblieben bist. Ja, ich habe mir was besorgt. Warte mal ganz kurz, ich besorge das mal eben hier schnell. So, da ist sie. Die Absauganlage von Scheppach, die HD12. Die wollte ich unbedingt haben noch zusätzlich. Ich habe mir ja mal selber so eine Absaugung gebaut. Vielleicht habt ihr das Video dazu gesehen. Habe ich überhaupt ein Video dazu gemacht? Weiß ich gar nicht. Mit zum Zyklon, das ist auch alles super. Und die bleibt auch weiterhin an meiner Tischkreissäge und an dem Schleifgerät und so angeschlossen. Und die ist jetzt speziell für meine Geräte, die extrem viel Abfall machen. Wie zum Beispiel die Drechselbank oder der Dickenhobel. So, und deswegen habe ich mir die hier bestellt. Und die packen wir gleich mal aus. Die hat nämlich einen schönen dicken Durchmesser, so einen schönen dicken Absaugschlauch, was meine andere eben nicht hat. Die andere hat nämlich hier nur diesen, da habe ich diesen Schlauch hier für, ne, das ist der dünne. Der passt eben wunderbar an die Tischkreissäge und an das Handschleifgerät und sowas alles. Weil es hier natürlich um das Gerät von der Firma Scheppach geht, werde ich da oben irgendwo Werbung dran schreiben. Aber das Gerät ist selbst gekauft, selbst ausgesucht. Ich bin da schon etwas länger hinterher. Und jetzt war die Gelegenheit da, die mal zu bestellen. Ui, ei, ei, ei. Wow. Und jetzt pass auf. Das ist meine Absauganlage. Das ist meine Absauganlage und das ist die neue. Ne? Nur mal so zum Vergleich. Klar, man hätte hier auch einen Adapter und so, bis auf die Größe. Aber ist doch klar, wenn meine Absaugung auf diese Größe abgestimmt ist und hiermit gut funktioniert, wird die das dann bei dem Volumen auch noch machen? Und man kann ja die auch runterbringen auf dieses Volumen, wenn man es... Ja, aber gut, jetzt habe ich halt zwei. Kein Problem. Aber... So, ich glaube, ich muss das Ding... Oh, hier ist so ein Sack. So, alles ausgepackt. Jetzt noch schnell ein Foto für Instagram gemacht, damit ihr auch, wenn ihr mir auf Instagram folgt, das auch einmal seht, dass es hier was Neues gibt. Und dass ihr danach bitte zu YouTube geht und euch das Video anseht. Ja. Zack, gibt's also gleich auch auf Instagram. /der-Selbermacher-Blog, ganz klar. Ne? Okay, jo, jetzt baue ich das mal eben kurz zusammen. Und dann zeige ich euch, ob das funktioniert.
Ja, da ist das gute Stück zusammengebaut. Ganz schöner Klopper, ne? Ja, also schwierig war das jetzt nicht. Einzige, was ich ein bisschen fummelig fand, war den Sack unten festzumachen. Vielleicht gibt es da noch irgendeinen Trick oder so, dass das einfacher funktioniert. Vielleicht mit Umschlagen oder so. Aber ihr habt ja gesehen, ich habe einfach das Kreppband genommen, hier und hinten einmal kurz festgemacht. Dann hält der Sack von alleine und dann kann man diesen Gurt, dieses Gurtband da drumherum machen. Und da ist auch gut. Also gar kein Thema, wenn man alleine ist. Ansonsten zu zweit eben das Ding da drum machen. Ich weiß ja auch nicht, wie schnell der voll ist oder so. Also ich glaube nicht, dass der bei mir jede Woche voll sein wird, dass ich da ständig dran muss. Ich bin mal gespannt. Und so wie das aussieht, kann man den Sack auch im Prinzip ausleeren. Also da muss man nicht jedes Mal einen neuen kaufen. Der ist nicht gerade so dünn. Also wenn ihr da jetzt nicht gerade Glasscherben mit einsaugt, dann sollte das eigentlich gut funktionieren. Ja, der Filtersack oben, wo die Luft dann im Prinzip wieder rausgeblasen wird, dass ja nicht der ganze Staub hier in der Luft ist, das war eigentlich auch der Hauptgrund, weswegen ich mir so eine Absaugung jetzt nochmal holen wollte, weil ich immer, wenn ich viel mit Holz gemacht habe, dann irgendwie plötzlich abends da am Husten war und ich auch keine Lust habe, die ganze Zeit da meine Vollmaske aufzusetzen. Jo, da wollen wir das Ding mal anschmeißen und erstmal gucken, wie laut das ist. Ich habe den Saugschlauch hier unten direkt angeschlossen und habe den an meine Bandsäge hier angeschlossen und ja, das gucken wir uns mal an. Übrigens sind da so Adapter bei, ja, verschiedene Größen, da könnt ihr also den Saugschlauch drauf festmachen, dann braucht ihr nur noch den Adapter auf eure Maschine und das finde ich immer ganz praktisch, ne? Da braucht ihr nicht immer mit diesen Gurtspannern da drumherum zu hantieren. Ja, die Maschine bleibt nicht hier stehen, also die steht ja sonst vor meiner Tür, das wäre ein bisschen blöd. Ich habe es jetzt erstmal nur so hingestellt, damit ihr sie besser sehen könnt oder damit ich gut rankomme und die wird nachher noch irgendwie in die Werkstatt hier integriert. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Also die saugt echt gut was weg, muss ich sagen. Mein lieber Scholli. Hey, das ist cool. Ich glaube, das ist doch der andere, der da noch fehlt. Ja, hier, wie gesagt, hier sind so Adapter dabei. Da könnt ihr theoretisch sogar von einem ganz großen Schlauch aus bis auf ein ganz kleines Durchmesser. Ich muss mal gucken, was mein jetziger Schlauch für einen Durchmesser hat. Das ist sogar der kleinste. Könnte man dann hier festmachen quasi, ne? Mit einer Rohrschelle und könnte dann quasi immer das mit dem Schlauch auch verbinden. Also das werde ich mir überlegen, ob ich dann meine bisherige Absaugung vielleicht anderweitig benutze als in dieser Werkstatt hier. Weil die ist ja dann theoretisch über. Allerdings müsste ich dann Rohre legen überall hin. Und wenn ich jetzt zwei Absaugungen habe, die kann man irgendwo hier schön verstecken. Da habe ich noch so ein paar Ecken, wo das gehen würde. Dann bräuchte ich nicht quer durch die ganze Werkstatt hier Verrohrungen zu legen, sondern könnte die eine Seite mit der einen Absaugung machen, die die kleinen Anschlüsse hat. Und die andere Seite, da packe ich dann halt meine Geräte mit den großen Anschlüssen. Also die drei Geräte, die ich damit absaugen möchte, ist zum einen die Bandsäge. Das ist im Moment noch die Basa 1 von Schöppach. Die wird demnächst ausgetauscht durch ein größeres Modell. Und dann habe ich noch die Drechselbank. Die macht natürlich extrem viel Müll. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Da gibt es natürlich auch Absaugmöglichkeiten, aber nicht an der Maschine direkt dran. Da muss man also irgendeine Möglichkeit schaffen. So eine Art Trichter, so sieht das aus. Das wird dann hinter der Maschine oder vor der Maschine, je nachdem, befestigt. Auch variabel. Es kommt ja darauf an, was man da drechselt. Wo der Dreck gerade hinfliegt, das werde ich dann noch anschließen. Und dann habe ich natürlich das Hauptgerät, weswegen ich mir überhaupt die Absaugung geholt habe, den dicken Hobel, auch von Schöppach. Da hatte ich ja damals mal ein Video dazu gemacht. Ich finde den Hobel eigentlich ziemlich gut, auch wenn da ganz viele schlechte Kritiken kamen.
Ich finde den an sich gar nicht schlecht, also für den Preis und für den Bereich, wo ich das machen möchte, nämlich zum Abrichten von grobem Holz, einfach den schönen Plan zu fräsen, damit ich da irgendwas draus bauen kann. Und das funktioniert aber leider nicht ohne Absaugung. Also wenn du da ein Brett durchschiebst, ist der sofort voll, ne? Dass die Späne sammeln sich da, muss also direkt abgesaugt werden, damit das vernünftig funktioniert, damit du nicht nach jedem Brett den Spanfang wieder sauber machen musst. Ja, ihr werdet das Ding wahrscheinlich des öfteren Mal in meinen Videos jetzt sehen. Und ich halte euch da auf dem Laufenden, auch mit meiner Werkstatt. Vielleicht mache ich demnächst mal so einen kleinen Werkstattrundgang hier, wenn ich das vorzeigen kann. Im Moment muss ich aufpassen, wie die Kamera steht, damit ihr das ganze Gerümpel, was da noch steht, da bin ich nämlich noch nicht fertig, damit ihr das nicht seht. Aber hier wird schon fleißig gewerkelt und wie gesagt, ich halte euch auf dem Laufenden. Denkt dran, ihr könnt auch gerne mal bei Instagram vorbeischauen, da seid ihr dann immer tagesaktuell, was hier so alles abgeht. Und natürlich auch Facebook, klar, das ist miteinander verknüpft. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt doch mal bitte unten einen Daumen nach oben oder so, dann bringt uns das beide weiter. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Also macht's gut, ciao, ciao und bleibt gesund, ne? Euer Dennis.